Flugplan. Sieht sehr schön aus, oder? Steht einfach nur Flugplan. A brief introduction by Riva. Just me. Was gucken wir uns heute an? Was erwartet Sie, Ladies and Gentlemen? Einmal eine Flugplanübersicht, wenn wir einen Flugplan erstellt haben, was da so drin steht. Das zweite ist die SimBrief Integration. Do you have an English tutorial? I don't. die SimBrief Integration, also wie kriegen wir dann den Flugplan in unser Flugzeug? Und als drittes Fuel, was wir so tanken. Mach voll, Digga. Und warum wir dann nicht vielleicht unbedingt voll tanken. Was wir eigentlich tanken, wofür wir tanken, wie teuer das ist und so ein bisschen Sprit sozusagen. Also, gucken wir uns erstmal den Flugplan an. Wir können das ja quasi direkt hier. Das wollte ich eigentlich danach zeigen. Nee, ich zeig's danach. Wir gucken uns erstmal den Flugplan an. Ein Flugplan, habe ich schön reingeschrieben. Sieht dann so aus. Es gibt verschiedene Flugplanformate. Das, was ich am besten kann, ist das Lido-Format. So ist auch die Standardeinstellung von SimBrief, so wie das ausgegeben wird. Und da will ich einmal so ein bisschen mit euch hier durchgehen, quasi was da so drin steht und wo man was sieht. Gutes Jet A1. Kommt noch. Gutes Jet A1. Guck, im Hintergrund lädt schon mal der... Hat sich erledigt. Ja. Im Hintergrund lädt schon mal der Sim, ihr hört es. Das ist so eine fantastische Hintergrundmusik. Was checken wir da? Das ist ein Flugplan von München nach Hamburg. Hier ganz oben in der Mitte, ne? EDDM nach EDDH, so wie er drin ist, was wir dann eben eingegeben haben. Oben links OFP1. OFP steht für Operational Flight Plan, also einfach welchen Flugplan, welche Revision oder Nummer haben wir. Die sind bei uns gerne mal in den 20ern. Also es kommt echt darauf an, wie viele OFPs daneben rausgegangen sind. Bei uns werden die gerne 20 Mal neu geplant, bis der richtige am Ende steht, den wir haben. Das Flugzeug, ja, das ist hier noch der 320-200. So viele Neuauflagen, ja. Der wird immer wieder mal umgeplant. Also es gibt, der wird unfassbar oft umgeplant. Eine andere Höhe, eine andere Richtung, eine andere Landebahn. Dafür haben wir aber eigene Dispatcher, die nichts anderes machen. Und die kümmern sich darum und die rufen wir auch an. Weiß einer, was das hier ist? Die gute CTOT? Vielleicht kennt das ja jemand. Calculated? Sehr gut. Sehr gut. Calculated Takeoff Time. Slot Time. Eagle Blue, exactly. Genau so ist es. Irgendeine Zeit. Das ist ziemlich wichtig, weil wenn da was drin steht, ist das der Slot. Das ist dann die von ATC, unser von ATC vorgegebenes Zeitfenster. Wenn da jetzt meinetwegen hier oben steht, 18.10 Uhr, ne, München. Also in München würden wir 17.50 Uhr Off-Block gehen und 18.10 Uhr sollen wir starten. Das heißt, wenn die CTOT jetzt meinetwegen 18.30 Uhr wäre, heißt das, dass wir auch erst 18.30 Uhr starten können. Das Ganze darf minus 5 Minuten sein, plus 10 Minuten. Dieses Viertelstundenfenster müssen wir treffen. Das ist halt, das kann durchaus sein, an großen vollen Airports, dass man eine CTOT hat, die eine Stunde später ist. Das heißt, man muss überhaupt keinen Stress machen, weil man eh eine Stunde länger dasteht. Die kann noch besser werden, muss es aber nicht. Kommt hier alles mit rein? Nee. Alles ist, glaube ich, zu umfangreich. Nee. Nee, wenn es sich irgendwo ergibt, dann spreche ich es mit an, aber nicht. Nee. Nee, nicht wirklich. Aber die CTOT ist halt wirklich relativ signifikant, weil es unser Slot ist und da müssen wir starten. Das heißt, für uns Piloten ist es super wichtig, da einmal kurz einen Blick drauf zu haben, steht da was drin oder nicht, dass wir den Gästen dann eben schon mal Zweifelsfall auch am Gate sagen können, dass es später ist. Es kann auch sein, wenn an deiner Destination zum Beispiel extremer Wind ist oder ein Gewitter nach dem anderen durchzieht. Maverick war früher mein Vorbild. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für dein Follow. Wer bestimmt die Slots? ATC macht das. Das machen die Lotsen. Wir können nicht starten, weil wir keinen Slot haben. Ja, hauptsächlich, weil man den Slot verpasst hat. Die werden in Brüssel vergeben von Eurocontrol.
Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und Carsten ebenso. Schön, dass du da bist. Genau. Ja. Hier rechts stehen noch so ein paar Sachen. CACPSIS. Das ist unser Kostindex. Den geben wir dann auch einfach genauso im Flieger ein. Und der Average Wind, da hat man nochmal so einen kurzen Blick drauf. Der gibt uns einfach nur, haben wir tendenziell Gegenwind oder tendenziell Rückenwind. Für kurze Flüge, die sich irgendwo so in der Größenordnung von einer Stunde gestalten. Ist wurscht, braucht man das nicht. Also da ist der Wind ziemlich egal. Bei langen Flügen macht es schon einen Unterschied. Ne? Also Klassiker von mir war mal so ein Griechenland-Flug morgens. Wir sind hin 2 Stunden 45 geflogen und zurück 4 Stunden 35. Also der Unterschied kann durchaus ziemlich groß sein, wenn man 150 Knoten Wind hat. Gut, was stehen hier noch? POW, LAW, ZFW. Das sind unsere Gewichte. Einmal darüber, was wir maximal haben dürfen. Unser Takeoff-Weight, unser Landing-Weight, unser Zero-Fuel-Weight und darunter, wie es geplant ist. Wenn man sich die drei Zahlen anguckt, fällt da was auf. Die Musik wird gleich wieder leiser. Ich helfe da mal nach. Das war ein bisschen zu leise. Ja, ganz toll. Muss ich es hier wieder laut stellen? Verdammt. Runde. Jetzt. Landing Weight Limited. Sehr gut. Very good. Genau. Also das Landing Weight entspricht quasi unserem maximalen Landing Weight. Bei der Windkomponente bedeutet plus mehr. Genau. Nee, positiv ist Rückenwind quasi. Ne, also wenn du siehst, der Wind kommt, wir fliegen von München nach Hamburg und der Wind kommt aus Südosten, dann haben wir Rückenwind. Genau. Also es ist umgekehrt. Also plus heißt positiv, das heißt Rückenwind. Minus heißt negativ, also M steht dann da. Und dann ist der. Ja, plus ist plus an Geschwindigkeit. Genau so, Marcel. Genau so ist richtig. Final Load-Sheet bekommt ihr. Ja, danke, Christian. Genau zu den Gewichten. Einmal oben steht immer die Maximalgewichte. Ne? Unser maximales Take-off-Gewicht: 78 Tonnen, 66 Tonnen Landegewicht, Zero Fuel Weight, das ist nicht so relevant. Aber das Landing Weight. Das ist auch der Grund, warum wir bei dem Plan, den wir uns jetzt hier angeschaut haben, eigentlich kein extra Fuel tanken können, weil wir nicht mehr Sprit mitnehmen können. Deswegen ist der Plan ein bisschen unglücklich, aber wir nehmen halt jeden mit. Und das geht sich auch trotzdem ganz gut aus. Hier oben steht dann noch unsere Höhe drin. Ne, Alternate und dann von München 300, Turbo 230. Worauf achten, das hatten wir schon gesagt. Was ist Fuel Bias? Wo steht es denn? Fuel Bias? Kann ich dir nicht genau sagen, ehrlich gesagt, was da ist. Unsere Pläne sehen ein bisschen anders aus. Also bei uns ist Fuel Bias positiv 0. So ein Fuel Bias haben wir nicht richtig. Also, es würde ja bedeuten, quasi der Fuel-Fehler, wahrscheinlich durchschnittlich. Welche Angabe wir noch im Flugplan haben, das ist eine ganz coole Angabe. Wir haben immer für die gleiche Strecke. Wie viele haben da 90% aller Flüge verbraucht und wie viel 99%? Ne, wenn irgendwie 90% aller Flüge auf der gleichen Strecke weniger verbraucht haben, kann man auch mit ein bisschen weniger Sprit leben. Oder wenn es halt mehr ist, dann tendenziell mehr. Aber Fuel Bias selbst, weiß ich auch nicht. Ist bei uns auch gar nicht aufgeführt. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Wenn es jemand weiß, gerne rein. Irgendein Fehler halt. Dieses ganze Fuel-Fenster gucken wir uns danach nochmal an. Alter von den Engines. Also wie so ein Performance-Faktor quasi. Das kann sein, ja. Das kann sein. Sehr gut, Marcel. Dankeschön. Das kann sehr gut sein. Diesen ganzen Plan Fuel, das gucken wir uns im letzten Teil an. Darauf gehe ich nochmal extra ein, dass ihr wisst, was da steht. Sonst gehe ich den einfach hier, ganz wichtig, eine schöne PIC-Signature. weil ältere mehr verbrauchen, genau. Der nächste Teil. Ja, mit sowas hat man hier ja im Simulator eigentlich quasi gar nichts zu tun. MEL, CDL-Items. Der würde zum Beispiel drinne stehen, wenn die APU nicht geht oder wenn PEC nicht geht.
Ja, MEL ist die Minimum Equipment List und die CDL ist die Configuration Deviation List. Das sind die beiden Listen. Wenn irgendwelche Sachen bei uns im Flugzeug kaputt sind, haben wir Listen und da gucken wir nach, ob wir damit fliegen dürfen oder was getan werden muss, dass man damit fliegen darf oder ob man damit gar nicht fliegen darf. Da würde das stehen. Zum Beispiel, wenn ein Pack nicht funktioniert oder wenn die APU nicht funktioniert oder was auch immer. Wenn ein Tankdeckel fehlt, halt irgendwas. Das würde da drin stehen. Kann ja auch sein, dass uns bestimmte Sachen in der Höhe limitieren oder so, und dann wäre das für den Flugplan relevant. Das ist einmal unser Routing. Das ist jetzt aktuell hier noch gar nicht so spannend, weil wir es eigentlich immer in der anderen Routing-Abteilung uns dann vom SimBrief angucken. Zumindest, ob das das Richtige ist, dass wir dann auch planen werden. Genau. Hier unten, genau. Das ist die aufgeräumte Variante. Gibt es auch ein Handbuch für die ganzen Abkürzungen? Gibt es irgendwo? Abbreviations Flight Plan mal probieren. Gibt es bestimmt. Genau. Hier ist so richtig die Route. Na, also Input 2 November von München aus, wie über Input. Dieses Yankee oder dieses Mike, das sind die Airways, die sind überall über Deutschland verteilt. Und diese Punkte, die immer verteilt sind, heißen immer Upala, Lasto, Abgus oder wie auch immer, Direkt Dirbo. Das sind einfach GPS-Punkte, die wir abfliegen unserer Route entlang. Dazwischen ist dann wieder ein Airway und dann geht es über Rarup, über die Rarup Bon Sierra Arrival auf die Runway nach Hamburg. Departure ATC Clearance, das ist einfach so ein Feld, wenn man den Plan ausdrucken würde, wo man die reinschreiben könnte. Wehmut, Armut, Vater, unser. Unser? Ja, genau. Wer es nicht weiß, Stuttgart. Da heißen die Punkte tatsächlich. Runway Tritri in Hamburg ist aber selten. Das stimmt. Absolut Eagle Blue. Kennt sich ja sehr gut aus. Bist du Kollege? Oder Kollegin? Hört sich mal verdächtig an, wenn sich Leute so gut auskennen, dass sie wissen, dass Runways selten benutzt sind. EDD ist Heimat. Sehr schön. Operational Impacts. Auch hier wieder für so einen Stundenflug nach Hamburg nicht so relevant. Für lange Flüge wird das schon sehr viel. Du arbeitest am Flughafen. Ach, okay. Ja, cool. Cool, dass du hier bist. Dann wissen wir, wann, wenn es um den Flughafen geht, wo wir dich fragen können. Zum Beispiel, ne, wenn der Trim sich ändert, wenn wir ein Fluglevel höher oder niedriger fliegen oder aber wenn wir einen anderen Kostindex haben, wie viel Sprit uns erspart oder wie viel Sprit wir quasi mehr verbrauchen. Positiv heißt mehr Sprit, minus heißt weniger Sprit. Das können wir hier mal gucken. Wenn wir zum Beispiel 2000 Fuß tiefer fliegen, würde uns das auf der ganzen Strecke 46 Kilo kosten. Überschaubar, oder? Wenn man einen Langstreckenflug über den Atlantik hat und da 2000 Fuß tiefer fliegt, sind das halt mehrere hundert Kilo oder Tonnen teilweise. Da sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Hier unten sind unsere Zeiten bei Times, so wie es steht. Out heißt immer Off-Block, das heißt, wenn wir mit unserem Pushback anfangen. Off ist der Take-off, also wenn wir starten. On die Landing und In quasi, wenn die Klötze wieder davor kommen. Hier noch daneben geschrieben, Block-Time dann eben 1:30 Stunden. Blockzeit bedeutet wirklich von Off bis On-Block, also von Gate bis Gate oder von Außenposition bis Außenposition oder alle Varianten, die es sonst noch davon gibt. Und Manni, Sabrina will aber wissen, wie lange wir fliegen. Was meine ich damit? Das ist auch die Zeit, die wir bezahlt bekommen. Wenn Sabrina aber fragt, Sabrina ist unsere Flugbegleiterin, wie die den Gästen sagen soll, wie lange wir unterwegs sind, sagt man immer die Flugzeit. Und das ist selbstverständlich die von Takeoff bis Landing. Heißt, wäre hier von 18:10 Uhr bis 19:12 Uhr, also 1:02 Uhr wäre die Flugzeit. Rundet man immer ab, würde heißen, wir haben 1 Stunde Blockzeit. Entschuldigung, 1 Stunde Flugzeit und 1:30 Stunden Blockzeit. Aber bezahlt gibt es 1:30 Stunden. Fuel Figures hier unten brauchen wir nicht mehr. Ach, genau. Das ist dann quasi der Routenpart des Flugplans. Den bearbeiten wir auch regelmäßig. Wir sollen alle halbe Stunde, heißt es, offiziell einen Fuel-Check machen. Fuel-Check machen wir einfach, um sicherzustellen, dass das Flugzeug nicht mehr Sprit verbraucht, als es soll, und um sicherzustellen, dass man nicht irgendwo Sprit verliert.
Ich habe mal versucht, so ein bisschen das Wichtige. Das Ding sieht furchtbar unübersichtlich aus, finde ich. Das ist bei uns auch besser dargestellt. Oder mit relevanteren Informationen dargestellt. So die Latitude, das interessiert keine Sau, wo welche Nord oder Ost da der Punkt ist, ehrlich gesagt. Das brauchen wir nicht wirklich. Und das hier zwischen ist relativ interessant. Flight Level Mora Distance. Distance geht auch noch. Was ist die Mora? Die Minimum Off-Route Altitude. Sagt uns quasi, wenn wir so unseren Weg von München nach Hamburg fliegen, wie hoch können wir denn, egal wo, quasi fliegen? Die 1 ist dann immer das Flight Level, 4.0, 4.000 Fuß, ne, 3.9, 4.4, 4.9. 4.9 ist die höchste, heißt, im 5.000 Fuß sind wir immer safe. Für die, die es genauer wissen sollen, unter 5.000 Fuß gibt die 1.000 Fuß Clearance, über 5.000 Fuß, 2.000 Fuß. Über dem höchsten auch Man-Made Obstacle. Genau. Daneben sind die Zeiten, da sind immer zwei Zeiten. Einmal die Zeit von Punkt zu Punkt und darunter aufaddiert. Also nehmen wir mal hier unten, von Upala nach Kemis dauert es 3 Minuten. Und addiert sind das dann 8 plus 3 sind 11 Minuten. Von Kemis nach Anela dauert es 2 Minuten. Also sind wir insgesamt bei 13 Minuten vom Takeoff. Und so addiert sich das immer auf. In der Boeing kann man oben am Overhead-Panel die Werte vom ADS anzeigen. Kannst du auch machen bei den älteren Adiersen. Da ist oben noch eine kleine Box, da kann man das auch machen. Aber das macht keiner. Also wenn der Punkt richtig in deinem Flugplan ist, kannst du schon davon ausgehen, dass der GPS-Punkt da richtig ist. Wenn du GPS-Primary hast, dann stimmt das. Das wäre wichtig für einen Fuel-Check. Wenn wir mal einen Fuel-Check machen, meinetwegen, wir nehmen uns jetzt hier mal den Punkt Anela, dann haben wir festgestellt, wir sind um 12 Uhr, stimmt jetzt nicht, oben sind wir 18 Uhr, aber egal, wir sind jetzt 12 Uhr gestartet, dann gehen wir dahin. Klenk! Ein wunderschön, freut mich, dass du da bist, willkommen an Bord. Wir sind schon leider ein bisschen früher drin im Flugplan, als wir eigentlich wollten, weil der Flugsimulator einfach abgestürzt ist. Genau. Wir sind 12 Uhr gestartet, haben jetzt bei Anela festgestellt, wir sind 12:15 Uhr da. Dann würde man in den alten Papierflugplan wirklich einschreiben, 12:15 Uhr. Wir sollten 12 plus 13, also 12:13 Uhr da sein, heißt, wir haben 2 Minuten verloren. Und am gleichen Punkt würde man drüben den Sprit eingeben. In der linken Seite auch einmal, wie viel AFOB heißt Actual Fuel on Board. Und das daneben ist das Aufkumulierte. Wir stellen fest, wir haben vielleicht 5,5 Tonnen da, 5,3 sollten wir haben, also haben wir plus 0,2 Tonnen. Wenn ich dann als Nichtfliegender fertig wäre mit meinem Fuel-Check, würde ich dann dem Kollegen sagen, wir haben 2 Minuten verloren, aber dafür 200 Kilo Sprit gewonnen. Ist das das Lufthansa-Layout? Das ist das Lido-Layout, genau. Lido ist quasi der Service der Lufthansa, das ist das Lido-Layout. Die Ironie dahinter. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, wenn der Punkt nicht drin ist, kannst du ihn manuell eingeben über die Koordinaten. Ja, genau. Ja, und da stehen ganz viele Informationen drin, so viel braucht man nicht. Wenn man die Zeiten anguckt und guckt, wie viel Sprit man an welchem Punkt haben soll, ist man damit gut unterwegs, meiner Meinung nach. Das ist ehrlich gesagt auch bla bla bla. Das hier ist nochmal ganz interessant, das ist der Teil, der bei ATC abgegeben wird. So sieht quasi der Flugplan für ATC aus. Hier unten die Frage für die Experten. Da steht drin, dass wir eine TAS in Flight Level 300 von 414 Knoten gefeilt haben. Wisst ihr, wie weit wir von der TAS abweichen dürfen, ohne ATC Bescheid zu sagen? Ist für Boeing wichtig. Er fliegt den Boeing. Da muss man die Winde eintragen. Ja, die lädt er bei uns zum Glück automatisch. Weiß das zufällig jemand? Also die Frage war, hier steht ja, ne? N0414, Flight Level 300, heißt, unsere gefeilte True Airspeed in Flight Level 300 ist 414 Knoten. Wie weit dürfen wir da abweichen, ohne ATC Bescheid zu sagen? Also wie viel dürfen wir schneller oder langsamer fliegen, ohne ATC Bescheid sagen zu müssen? Der Screenshare war an hier. Wenn du manuell den Wind für den Descent eingibst, welches Level nimmst du dann? Punkte würde ich nehmen. Also der Wind ist ja dann über die Punkte sozusagen eingegeben und die an den Punkten kann man dann jemals den Wind nehmen. 3 Knoten im Kopf.
10. Genau. 5% sind es. 5% dürfen wir von der aktuellen Tasse abweichen, ohne ATC Bescheid zu sagen. Deswegen immer brav, wenn ihr schneller oder langsamer fliegen wollt, einmal ganz genau genommen, ne, Bescheid sagen, hey, wir wollen ein bisschen schneller fliegen, ist das okay für euch? Weil die mit diesem Flugplan ja auch die Flüge aneinander planen. Deswegen muss das logischerweise ungefähr hinkommen mit dem, was gefeilt ist. Also 5% sind es. Da oben sind auch die FIRs drin, die zuständig den Flugplan bekommen haben. Bleibt File 2 hier oben, ne? Genau, also München, EDU ist Rhein-Radar, EDVV kenne ich nicht, EDWW ist Bremen. EDVV Hannover Area dann irgendwie wahrscheinlich, ne? Request High Speed, genau. Ja, Request High Speed benutzt man ja oft unter 10.000 Fuß. Das ist so der Standard für, man möchte schneller als 250 Knoten fliegen. Aber da kann man dann auch fragen, ist Mach 8.2. Auch für die Atlantiküberquerung? Ja. Ich glaube, das ist allgemeingültig. Müsste allgemeingültig sein. Wüsste nicht, warum es da andere Regeln geben sollte. Also ich denke, das müsste das gleiche sein. Kann ich aber nochmal nachgucken. Aber ich glaube nicht, dass ich da was anderes finde. Gut. Weiter geht's. Unser Wetter. Das ist jetzt eher so Showbrief. Tatsächlich würde das so ungefähr laufen, wenn man sich zum Briefing trifft. Gerade beim ersten Flug sind das tatsächlich die Daten, die wir uns auch als Cockpit angucken. Also wir würden genauso den Flugplan, wie wir es jetzt machen, durchgehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ne, jetzt sind das Wetter ist einfach dann quasi mit den ganzen Wettervorkasten, die wir so an Airports haben, die entweder direkt auf der Route oder daneben liegen. Hier würden dann noch weitere Deutsche stehen. Und das sind jetzt die NOTAMs. NOTAMs, Notice to Airmen, also alles, was hat sich so am Flughafen geändert, was hat sich nicht geändert, das finden wir in den NOTAMs. Das ist in der Regel relativ viel zu lesen. Da können auch verdammt wichtige Sachen drinstehen, so wie man es hier zum Beispiel sieht. Bei uns ist es so, wir haben ein Color Tool. Sehr wichtige Sachen sind bei uns rot markiert. Idealerweise macht ein Rechner, der muss nicht alles erwischen, deswegen müssen wir trotzdem ziemlich viel lesen. Das wäre aber zum Beispiel jetzt ziemlich wichtig, ne? Dass wir in München Runway 0 right left, 26 right, dass sie einfach geschlossen ist. Das ist ja eine signifikante Information für uns, dass in München nur eine Bahn auf ist und nicht beide. Sonst steht hier aber auch ziemlich viel Quatsch drin, der einen überhaupt nicht interessiert. Deswegen muss man hier mal ein bisschen filtern. Tommy Perfect, bist du Real Life auch Pilot? Yep. Deswegen steht der Real Airline Pilot. Genau. Und dank Kurzarbeit habe ich ganz viel Zeit für euch. Was kann man hier mal als Beispiel rausnehmen? Ich gucke mal selber nach unten. Hier zum Beispiel für Hamburg Mobile Crane in Departure Sector 2-3 for all IFR Departures, Position bla bla bla. Also das heißt, da steht ein Kran. Wo man dann jetzt da lang fliegen darf oder nicht, hat für uns keine Relevanz, weil es steht nichts da. Hier unten aber wieder, ich habe es markiert, so Taxiway Whiskey kann unter Umständen wichtig sein. Das heißt, man braucht hier irgendwie so eine gute Mitte von der Fähigkeit, das schnell zu überfliegen, das Richtige rauszufiltern. Wie gesagt, bei uns sind sie ein bisschen markiert. Oder wie sowas hier, dass in Hamburg das ILS für den Localizer Runway Tri-Tri not usable ist. Also der ist kaputt. Während hier oben steht, dass wir zum Beispiel bestimmte Höhen anpassen sollen, wenn wir den Localizer fliegen. Das ist halt das Tolle an NOTAMs, weil die sich nicht gegenseitig ausschließen. Da steht drin, wenn ihr den Localizer fliegt, müsst ihr das so und so machen. Und danach steht drin, der Localizer ist aber gar nicht da. Also versteht ihr, worauf ich hinaus wollte? Das Note müsste es nicht geben, weil der Localizer geht eh nicht. Aber gut, ist halt so. Das heißt, da steht alles brav drin, was sich so geändert hat. Und ihr seht, das ist dann einiges zu lesen. Das ist jetzt Corona, was es so an Corona-Sachen gibt. Und das ziehen wir uns für jeden Flug rein. Also man überfliegt das tatsächlich für jeden Flug, den man macht. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das 5 Flüge am Tag sind. Alles Mögliche. Unten kommt nochmal das Wetter. Einmal En-route, wo der Wind herkommt. Das ist eine Windchart, die ist auch immer mit dran. Also kommt so aus Süden, Südosten und dann auch für höhere Sektoren. Immer sozusagen, der Wind weht immer weg von der Fahne. Also unten, wo die Markierer, das bedeuten immer 10 Knoten, der kleine sind 5 Knoten. Da geht er quasi weg. Das ist einmal eine Seitenansicht von unserer Route. Ganz wichtig, wir starten rechts und landen links.
nicht andersrum. Muss man immer genau hingucken, wofür das ist. Ist aber auch nur, wie soll ich sagen, einmal so die Information. Weiß einer, was das hier ist? Dieser blaue Strich, der quasi über unserer Flugroute ist. Kann sich einer vorstellen, was das sein kann? Arabisches Layout. Oh, Pause. Richtig gut. Richtig, richtig gut, Eagleblue. Genau, das ist die Tropopause. Die Tropo, Tropopause. Tropopause. Möchte. Hätte gerne gesehen, ob das auch so gelaufen wäre, wenn Eagleblue nicht vorgesagt hätte. So, ihr seht es hier schön: End of Document, Total Number of Pages 36. Das war ein Flug. Das war mal so eine grobe Übersicht, was da drin steht. Das viel Interessantere für euch und für uns ist ja eigentlich jetzt, Wolfchen, endlich Pause. Genau, wir machen ein kurzes Päuschen. Gehen mal ins Spiel, das ja mittlerweile endlich wieder geladen hat. Und jetzt gucken wir uns mal das mit Simbrief an. Da freut man sich doch auf Langstrecke, weil man nur einen Plan hat, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir können ja einfach mal den Flugplan erstellen für München-Hamburg. Airport-Briefings. Briefings habe ich nicht vorbereitet. Aber die kann ich auch. Wenn ihr Interesse an Airport-Briefings vorschlagt, würde ich euch den Lust euch mal anzuhören, würde ich den Stream von Alex vorschlagen. Alex 90M, glaube ich. Keiner brieft besser als Alex. Da gibt es nicht mehr zu lernen. Machen wir doch den Flugplan einfach mal von München nach Hamburg, genauso wie wir uns gerade angeguckt haben. Dann gehen wir einmal nach München, weil es eben nicht geklappt hat, fliegen wir eine Platzrunde in München, dann haben wir eben nicht auch eine Landung. Wenn wir die Landung haben, gucken wir uns nochmal Fuel an. Genau, dann ist das so zwischendurch ein bisschen aufgelockert. Wenn wir in Simbrief sind, ich schmeiße erst kurz den Flieger nach München. Sinnvoller. Boah, ist das voll hier. Richtig Party. Party in München. Abflug festlegen. Wir sind eine German Wings. Damit kann ich super leben. Das passt. Wenn wir in Simbrief sind, ne, wir melden uns einmal an. Was macht Simbrief? Wir können uns hier relativ einfach für alle möglichen Formate, ob wir bei WATSIM fliegen, ob wir Flugsimulator fliegen, ob wir X-Plane fliegen, E3D, whatever it is, wir können uns da halt super einen Plan machen. Und ich nutze das Tool super gerne, weil das jetzt auch komplett integriert ist in den Microsoft Flight Simulator. Ob ihr eine Airline eingibt oder nicht, macht relativ wenig Unterschied. Wichtig ist aber einmal hier oben Departure und Arrival einzugeben. Könnt ihr das so sehen halbwegs? Ja, ne? Jetzt ganz gut. Nicht, dass mein Bild im Weg ist, so müsste es aber gehen. Departure Airport, geben wir den Departure Airport ein. Das wäre jetzt einfach München. Und wir wollen nach Hamburg fliegen. Hamburg ist EDDH. Rechnet er uns selbst eine Route aus? Ziemlich cool. Alternate Leipzig, sagen wir mal, das soll Hannover sein. Könnt ihr aber auch einfach so lassen. Und Airframe, ich habe mir einmal den Neo Fly-by-Wire jetzt geholt für den Simbrief, damit er das Richtige hier drin hat. Beim Contingency sind 3% 5 Minuten eher wahrscheinlich. Und der Rest bleibt echt einfach alle Standard. Psych, steht die Flex Temperature nicht im Flightplan. Die Flex Temperature rechnen wir selbst aus. Das würden wir wirklich selbst machen mit einem Takeoff-Tool. Wir haben ja ein EFB, so ein Electronic Flight Bag. Also der Kapitän und der Co-Pilot haben jeweils rechts und links von sich einen Computer und so ein Microsoft Surface oder ein iPad oder was auch immer man da hat. Und da gibt man dann die ganzen Werte ein und da berechnet man zusammen dann die Flex Temperature. Steht nicht im Flugplan bei uns. Ich gebe bei Airline immer den ICAO ein. Diesen Abkürzungen, ne, for you, LH, SWR, Swiss, was auch immer. Wo gab es den Airframe des Neos? Jemand hatte im Discord bei uns den Link geschickt. Falls Christian oder Marcel oder wer auch immer nochmal Lust hat, den Link zu suchen, gerne in den Chat. Das wäre ganz, ganz toll. Wenn man will, kann man noch die Registration ändern, oder was auch immer. Nimm da immer Deika. Ja. Genau, und ehrlich gesagt ist das fast alles, was ich bei Simbrief tue. Hier gibt es noch die Optional Entries in der, was ist das, 1, 2, 3, in der vierten Zeile.
Und hier kann ich nochmal die Departure und Arrival Runway angeben. Also ich kann mir hier aussuchen in München, wo ich starten will. Meinetwegen auf der 26 Right. Sagen wir, da will ich nicht starten, weil, warum auch immer. Aber ich finde die gut. Und wir möchten auf der 23 landen. Kann man das einfach so drin lassen. Extra Fuel, Zero Fuel Weight, da braucht man sich gar nicht groß kümmern, ehrlich gesagt. Dann hat er hier schon unsere Flugroute drin. Man kann sich die hier nochmal angucken. Du hättest den Link, dann gerne einmal mal muss es freigeben. Und das ist schon echt alles, was ich mache. Das ist echt super einfach. Dann drücke ich einfach auf Generate OFP. Er generiert das Briefing Package. Und dann haben wir schon. Dann haben wir hier unseren Flugplan. Das Routing ist für mich immer relativ wichtig. Was hier zwischensteht, nicht so ganz. Mir ist am wichtigsten hier die Input 2 November nach Input, also unsere Departure und unsere Arrival. Rarup One Papa. Genau, Mammoth Swiss, der GitHub-Link, da findet man auch die Integration. Er meinte diese Datei für SimBrief. Ja, die ist aber da. Die ist bei GitHub, die Datei für SimBrief. Ja, genau, der ist auch unten. Muss man ein bisschen runterscrollen, könnt ihr euch gerne holen. Kann man dann quasi über seine Aircrafts, heißt das hier irgendwie. Hier, My Fleet, kann man das dann einfach hinzufügen, muss nur auf OK drücken und dann hat er das drin. Ehrlich gesagt, und das war's schon. Hier haben wir jetzt wieder unseren Flugplan, so wie wir es eben hatten. Der Fuel-Teil kommt gleich noch. Das war's im Prinzip schon. Könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr aber auch gerne lassen. Wir tun einfach so, als ob ich das für uns getan hätte. In der Mitte der Page. Genau. Jetzt müssen wir natürlich das Flugzeug einmal vorbereiten, dass wir da überhaupt so weit kommen, das nutzen zu können mit der SimBrief Integration. So mache ich jetzt einmal ein bisschen fixer unsere Standardklicks. Das könnt ihr dann natürlich ganz in Ruhe machen. Und den Riesenvorteil, den das hat, wenn hier jemand mitfliegen möchte, er kann super gerne einfach mein Kürzel von SimBrief benutzen, um sich meinen Flugplan ins Flugzeug zu laden. Und er hat dann genau den gleichen Flugplan wie ich. Da musst du nur noch darauf achten, dass er die richtige Departure und die richtige Arrival eingibt. Und der zweite Vorteil ist, wenn ihr halt keine Lust mehr habt, euch im Menü von Microsoft irgendwas einzustellen, wo, wenn es dann geändert wird, alles durcheinander ist, habt ihr mit SimBrief halt echt einen super sauberen Flugplan im System. Das klappt fantastisch. Gulasch, Zodelle, du musst leider los. Bis morgen. Morgen bin ich nicht da, wahrscheinlich. Morgen unterwegs. Überlege ich mir aber am Ende nochmal. Ich schreibe es in meine Info mit rein. Eventuell machen wir Samstagnachmittag vielleicht einen Stream. Psych, aber wie ist es im echten Leben? Worauf beziehst du das? Für den Flugplan? Oder was meinst du damit? Das zeige ich dir gleich. Gib mir mal einen Moment, ich mache das kurz mit der SimBrief Integration fertig und dann zeige ich dir, wie wir das so richtig im Flugzeug machen. Genau. Genau, Finn. Man muss sowohl die Departure, den Abflug, als auch die Arrival, den Anflug, muss man selbst noch wählen. Genau, Company Route ist das magische Wort. Das erste, was wir machen, ist einmal unseren SimBrief Username eingeben. Das finden wir über Options. Erstmal, wenn ihr gar nicht mehr wisst, was das hier überhaupt ist, das ist die MCDU Menu Page. Select Desired System, machen wir. Options. Ist das bei AOC? Ja. Also Options, AOC und dann gehen wir hier einmal auf SimBrief. Wenn ihr hier bei Username einfach meinen Namen eingibt, ne, einfach, ihr könnt es hier so eintippen und dann hier oben links immer, damit sucht man jeweils im FMS die Seite aus, wofür man es braucht. Wenn ihr da einfach meinen Username eingibt, könnt ihr meinen Flugplan laden. Das ist super cool. Oder wenn ihr halt so rumfliegen wollt, nehmt ihr einfach euren eigenen Username, logischerweise so, wie ihr euch bei SimBrief angemeldet habt. An- und Abflug ist nicht dabei wegen Wind oder so, weil das ja immer jemand ändert. Genau. Kurz gesagt, genau. Also du kannst ja jetzt einen Flugplan machen. Im richtigen Flieger ist es ja auch so, der muss spätestens eine Stunde vorher abgegeben werden. Welche Bahn dann wirklich da ist, das sieht man dann, wenn man da steht. Gut. Also nochmal langsam. MCDU Menu Page, gehen auf Options. Achso, und damit das alles funktioniert, brauchen wir selbstverständlich den Fly-by-Wire-SIM-Mod. Ne? Wer den Mod nicht hat und sich fragt, hey, diese Knöpfe gibt es nicht, ohne den Fly-by-Wire-SIM-Mod funktioniert. Gehen auf AOC, gehen auf SimBrief,
Und da geben wir unseren Username ein. Das zweite, was wir machen, ist, jetzt haben wir quasi dem System erklärt, hey, so heißen wir bei SimBrief. Jetzt müssen wir dem System zeigen, wie es unsere Daten kriegt. Das machen wir wieder über die MCDU Menu Page. Wir gehen auf Azu. Wir gehen auf AOC Menu. Und dann hier oben auf Init Press. Das ist quasi die Seite, die hier eingefügt wurde, damit wir unseren Flugblatt hinzufügen können. Und dann gehen wir auf Init Data Request. Hey, voilà. Er hat sich unsere For You 1122, so wie wir es eingegeben haben, von München nach Hamburg mit einer Zeit von 1:03 reingeladen. Mach's nochmal langsam. MCDU Menu, Azu, AOC Menu, Init Press und dann hier Init Data Request. Das zweite, wenn wir hier eine Page zurückgehen, also wir waren in der, haben hier Init Data Request gehückt, dann gehen wir eine zurück auf AOC Menu, gehen auf Performance, Weight and Balance. Und drücken hier einmal für den Fuel auf Load. Dann lädt er sich das Fuel, das wir im Flugplan haben, rein. Gehen hier unten eine Page weiter auf Next Page und drücken nochmal auf Payload Load. Jetzt hat er quasi die Gewichte geladen, die wir im Flugplan haben. Also das heißt, damit haben wir uns im Flugplan geholt, Wegpunkte im FMS, wir haben uns unsere Gewichte geholt und wir haben uns unser Fuel geholt. Supergeil. Wirklich supergeil. Das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, um es ins Flugzeug zu kriegen, ist die auf der Init-Page. Die Init-Page ist jetzt das, was wirklich die Daten ins FMS eingibt. Und hier drücken wir jetzt noch Init-Request. Magic. Und er hat den Flugplan hochgeladen. Und wie gesagt, das geht genauso, falls ihr mal mitfliegen wollt mit meinem SimBrief-Username. Das geht mit eurem, wenn ihr euch einen eigenen Flugplan gemacht habt. Und so hat man sehr schnell bei Flugplan, habt ihr alle Punkte genauso, wie sie da waren. Meine Reihenfolge ist dann weiter mit der Init-Page zu machen. Die Daten hat er schon, man muss hier nichts mehr eingeben. Man drückt einfach rechts einmal drauf. Dann hat er hier die Daten, die er eh geladen hat, und drückt wieder drauf. Und man hat es drin. Ich glaube, bei Fuel geht es noch nicht, genau. Fuel müssen wir einmal eingeben. Da haben wir aber eh das Korrekte geladen mit 5,2 Tonnen. Also geben wir einfach 5,2 Tonnen ein. Schon ganz weitergehen. Ja, so, ich habe hier so meinen eigenen Flow sozusagen. Ich mache dann weiter mit dem Flugplan. Haben uns erinnert, wir wollten in München starten. Gehen auf Departure von der Runway 26 Right. Das sind jetzt die Sachen, die hole ich mir im Flight-Fly immer nochmal hier aus dem Flugplan. Und zwar hier raus. Immer das erste, was hier steht, ist die Departure. Das letzte, was hier steht, ist die Arrival. Und die Runways haben wir ja selber so ein bisschen kontrolliert. Stehen die Runways hier auch noch mit dabei, wenn man die vergessen hat? Hier sehe ich es nicht auf die Schnelle. Hier sonst im Flugplan unten bei Routing. Da sieht man nochmal München 26 Right, Hamburg 2. Zurück. 26 Right, Input 2 November. Suchen wir einfach aus, drücken Insert. Und Hamburg soll es das ILS auf die Runway 23 werden. Wir wollten über die Rarobahn fliegen. Haben wir jetzt, ob über die Punkte oder nicht, wir lassen es einfach über die Punkte, drücken Insert, haben quasi einen fertigen Flugplan. Fertigen Flugplan kann man einmal ganz gut kontrollieren, indem man den Plan-Mode benutzt. Geht hier oben auf Plan, dann seht ihr einmal den Flieger von oben, so ein bisschen runter mit der Maus und dann könnt ihr hier den Flugplan durchschalten, indem ihr nach unten und nach oben drückt. Und dann seht ihr, wir haben einen perfekten, geschlossenen Flugplan. Unter Fuel kannst du auch Fuel Planning drücken, dann nimmt er auch den Fuel. Ach, klasse. Dankeschön. Kilian, hast du das Thema Charts auch schon angesprochen? Ja, Charts haben wir auch schon komplett gemacht. Jetzt habe ich SimBrief endlich verstanden. Danke, sehr, sehr gerne. Cool, Finn. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ganz einfach eigentlich, ne?